Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin natürlich der Seno und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Senos Forschungsfaktor 100 Run. Bevor wir jetzt gleich über das Spiel reden, Factorio, und was uns heute so ungefähr erwartet, einmal der Hinweis. Ich habe heute den Vormittag, den Morgen, den Vormittag und den großen Teil des Nachmittags damit verbracht, meine PC-Hardware zu ändern mit Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher und quasi der ganze PC hat einen Facelift bekommen. Im Rahmen dessen habe ich auch Windows neu aufgesetzt. Und wie das so ist, ich habe es zeitlich nicht geschafft, alles original wiederherzustellen. Deshalb seht ihr unter der Kamera hier zum Beispiel gerade keine Namen aufblitzen für Follows und Abonnenten und so weiter. Der Bot ist heute nicht an und wird ein bisschen weniger Spam. Es kann auch sein, dass irgendwie die Audioeinstellungen und die Kameraeinstellungen nicht so sind, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ja? Tode121 hat zum Beispiel gehostet. Ihr seht das schon, das wird dann nicht angezeigt leider gerade, ne? Müssen wir mitleben. Ich werde es natürlich trotzdem immer irgendwie versuchen anzusprechen. Es macht auch keine Geräusche, wenn neue Leute auf dem Kanal sind. Damit müssen wir leben. Heute alles ein bisschen in abgespackter Variante. Und das wird dann vielleicht auch noch morgen so sein, je nachdem, wie viel ich wieder herstellen kann in der Zwischenzeit, wenn ich nicht am Stream bin. Aber weil es 18 Uhr ist und ich 18 Uhr immer anfangen möchte zu streamen, machen wir jetzt das Beste draus, ne? Und nehmen jetzt die Qualität, die wir haben. Einfach nur der Hinweis, wenn es ein bisschen schlechter aussieht als sonst, wisst ihr warum. Aber ohne eigenen Text. Ja, das kann man sehen. Also hier, neuer Follower, Katastrophia. Hallo Katastrophia, ein sehr angenehmer, schöner Name tatsächlich. Unter der Webcam wird es nicht angezeigt, Morten, meine ich. Unter der Webcam wird es nicht angezeigt. Ne? Toda, wieso sollte ich, wenn er nicht mit den Thumbnails sich rausdrückt, wird halt YouTube eine Pause haben. Ja, eben. Ne? Dann muss das halt auch mal so sein. Was erwartet uns denn heute in Factorio? Ihr könnt auch sehen, ist auch geil, ne? Es sind, ich habe meine FPS hier oben nicht, da wo normalerweise immer die FPS stehen. Und die Grafikeinstellungen von Factorio sind tatsächlich anders, als wie ich sie normalerweise habe. Da kommt nämlich auch einiges her, sehe ich gerade. Zum Beispiel habe ich normalerweise, wenn ich spiele, den Steam aus und die Wolken, die man jetzt aber beide sieht. Also wenn wir auf die Grafikoption gehen, müsste das hier eigentlich irgendwo sein. Clouds und Smoke, genau. Clouds und Smoke. Habe ich normalerweise aus. Wir lassen es jetzt mal an. Das sind halt die Factorio Standardeinstellungen, weil er mir die irgendwie nicht auf der Cloud gesammelt hat. Aber dann stehen wir hier halt in der Rauchwolke. Ist auch ganz schön. Ne? Gucken wir einfach mal, was passiert. Ich weiß selber gar nicht genau, inwiefern sich jetzt die Factorio, das Factorio-Erlebnis heute unterscheiden wird von denen, die wir die letzten Tage hatten. Aber wir machen einfach das Beste draus. Ich freue mich natürlich erstmal über den neu dazugestoßenen Katastrophia. Oder es hört sich sehr weiblich an, der Name. Also ich denke mal einfach, du bist eine Frau und weiblicher Natur. Du darfst gerne sagen, wenn ich damit richtig liege, dann wirst du nämlich hardcore-mäßig angeflirtet. Das mache ich gerne mit den Zuschauerinnen auf diesem Kanal. Der Plan für heute, um mal auf Factorio zu sprechen zu kommen, ist, dass wir diesen nördlichen oder nordöstlichen Bereich, den wir hier haben, absichern. Es würde sich anbieten, hier eine Mauer zu bauen. Wir sind hier quasi schon mit Radaren. Ihr seht das, wenn ich mal das Stromnetz anmache, könnt ihr ein bisschen besser sehen, wo wir gestern lang gerannt sind. Hier runter, hier an der Küste lang. Und diesen Bereich hier einmal dicht machen würde sich anbieten. Und diesen Bereich einmal dicht machen würde sich anbieten, denn das ist der Bereich hier oben, wo wir dann unsere lila Fläschchen herstellen wollen. 900 Stück. Dazu brauchen wir, was waren das? 26,5. Habe ich mir die Zahl richtig gemerkt? Ne, 26,25. Ha, gar nichts los. 26,25 Förderbänder vollen Eisens brauchen wir dafür. Dementsprechend brauchen wir sehr, sehr viele elektrische Erzförderer. Und die wollte ich eigentlich jetzt mal gerade einsammeln. Verlaufe mich aber tatsächlich gerade in meiner eigenen Basis. Ist natürlich auch wieder richtig gut. Hier unten liegen die rum, nicht wahr? Beziehungsweise hier oben. Da müssen wir hin. So, wir schauen also mal. Du meinst mit dem Dreck, den ich verzapfe, die Umweltverschmutzung auf der Minimap? Oder wie darf ich das verstehen? Oder welchen Dreck genau meinst du jetzt, Morten Mayner, den wir verzapfen hier? Blaue Greifarme, check, 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 check. Medium Electric Poles werden wir auch eine ganze Reihe brauchen. Und vor allem brauchen wir nochmal Big Electric Poles. 8 Stück können wir herstellen mit ein bisschen mehr Kupfer.
Werden das auch nochmal mehr. Wir snacken also mal eben Kupfer weg. Ja, nochmal 42 Stück sind okay. Brauchen wir noch irgendwas? Radare können wir produzieren. Lasertürme brauchen wir. Zur Absicherung des Gebiets brauchen wir Lasertürme. Der Plan also, wie gesagt, diese beiden Mauern aufbauen. Das sollte kein Problem sein. Mauern haben wir 300 in unserem Auto. Ich dachte, das wären deutlich mehr. Ja, dann schnappen wir uns doch nochmal ein paar Mauern. Ist besser. Ein paar Mauern werden auch nochmal eingesackt und dann wollen wir die Verteidigungsmauern großziehen und dann die ersten Erzanlagen quasi uns unter den Weg reißen. Scheiße, das waren jetzt Ziegel. Ziegel brauche ich nicht. Wobei, Ziegel brauche ich schon. Wir möchten dort oben nämlich dann natürlich die Erze auch irgendwie zu Platten machen. Wollen das aber nicht mehr mit Kohle machen, sondern mit elektrischen Öfen. Und die produzieren wir momentan noch nirgendwo automatisiert. Wäre also tatsächlich sehr schön, wenn das klappt. Soll ich euch mal was sagen? Eigentlich ist das ja ganz nett, wenn der Bot nicht die ganze Zeit dazwischen labert, ne? Eigentlich ist das ja auch mal ganz entspannt, ohne das Moin Moin, Moin Moin oder User connected to your channel. Mal gucken, wie so die Zukunft ist. Rote Förderbänder brauchen wir auch. Die werden hier drüben eingesnackt. Und wenn ich schon mal unterwegs bin, nehme ich, glaube ich, auch noch mal ein paar Nanobots mit. Also Nanobots, Splitter haben wir genug. Untergrundförderbänder haben wir auch, ausnahmsweise auch mal genug. Tatsächlich haben wir hier aber gar keine gelben Förderbänder mehr. Weil keine Eisenzahnräder hier reinlaufen. Warum nicht? Weil kein Eisen. Eieiei, seht ihr das? Ich habe hier oben einen Fehler drin. Zack. Also so müssten wir das eigentlich machen, damit hier das Eisen reinläuft und hier wieder produziert wird. Ha! Kleiner Fehler. Zum Glück habe ich hier drüben noch Förderbänder. Ich produziere das ja doppelseitig quasi. Da können wir dann nochmal das Inventar ein bisschen vollstopfen. Und nächster Schritt. Mauern haben wir gesagt. Die müssten eigentlich auch hier unten rumliegen. Hier liegen Mauern rum. Sehr schön. 1000 Mauern sollten hoffentlich reichen. Als nächstes Lasertürme. Dann haben wir Erzförderer, Strommasten. Erzförderer, Strommasten, Förderbänder, Lasertürme, Mauern, Radare, große Electric Poles. Ich wüsste momentan nicht, was da noch fehlt, damit wir unsere Expansion starten können oder unsere Expedition, wenn man so möchte. Eigentlich sollten wir das dann ganz gut hinbekommen. Lasertürme sind hier drüben, schon wieder dran vorbeigerannt. Da. 250 Stück ist auch eine ganz gesunde Anzahl, kann wieder weiter produziert werden. Kampfdrohnen habe ich, Granaten habe ich gesehen, haben wir im Auto. Wir haben auch noch rote Munition im Auto. Eigentlich, ja, legen wir los. Legen wir los. Einmal nach ganz rechts, dann ein bisschen nach Norden. Na, also wir sind jetzt hier oben, wollen erstmal, glaube ich, dieses Stückchen hier dicht machen. Strom haben wir da zum Glück schon hingelegt, das ist immer so mit der aufwendigste Teil. Und der Rest müsste klappen. Wie geht's euch denn? Mal davon abgesehen. Aber wie gesagt, ich war heute den ganzen Tag am PC basteln. Wobei ich mit aller Fairness sagen muss, der liebe Paddy Tookie hat halt das meiste gemacht und hat das alles zusammengeschraubt und verkabelt. Und meine große Aufgabe ist es jetzt quasi, softwaretechnisch alles wieder so hinzustellen, wie es vorher war. Und das ist halt mega viel Aufwand. Jeder von euch, der schon mal einen PC neu aufgesetzt hat, weiß, das ist halt... Das ist halt eine Menge Arbeit. Ist halt einfach so. Ich weiß noch gar nicht, was ich alles vergessen werde. Ne? Ich bin mir hundertprozentig sicher, da werden einige Sachen mit bei sein, die ich dann irgendwie erst nächste Woche merke. So, oh, guck mal, das brauchst du noch und das brauchst du noch und den Treiber brauchst du noch oder das Programm fehlt noch oder das Game und den Safe Game hast du noch rumliegen. Wird eine Aktion, aber wir haben heute schon mal den Grundstein gelegt, was ja auch ganz gut ist. So, ja genau, im Grunde will ich hier hoch. Eigentlich müssen wahrscheinlich diese Nester hier sogar noch weg. Wir speichern nochmal. Ding ist... Na, nehmen wir nochmal Granaten mit. Das Ding ist tatsächlich... ...25 Roboter können wir mittlerweile nehmen, was schon mal sehr gut ist. Das Ding ist tatsächlich... dass ich mir nochmal einen groben Überblick verschaffen muss, wie dieser Kontinent hier aussieht. Es kann nämlich sein, dass das hier eine abgeschlossene kleine Halbinsel ist.
Und wenn ich die dann einmal säuber, habe ich hier halt nie wieder Probleme und kann mir diese Mauer sparen. Deshalb wollen wir uns das mal einmal kurz angucken. Ihr seht ja, die Gegner splattern schon ganz gut weg. Und wenn ich nicht unbedingt angerotzt werde von den Viechern, kriegen wir diese mittelgroßen Nester auch tatsächlich einigermaßen gut weg. Aber versteht ihr, eventuell kann ich halt hier eine Mauer hinziehen, wenn das hier oben abgeschlossener Bereich ist. Müssen wir uns mal eben angucken. Vielleicht steigen wir sogar noch eine Stufe, können nochmal den Schaden oder den Crit hochleveln. Hey. Leider haben wir keine Giftgasgranaten mehr. Die waren tatsächlich sehr hilfreich, als wir sie noch im Inventar hatten. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann ich wieder welche... Ja, eine Kapsel kann ich produzieren. Das ist nur wirklich nicht die Welt. Aber wie sagt man immer, jedes kleine bisschen hilft. So, wir laufen hier nochmal rum und rein. So, die 25 Kampfroboter hier, die rödeln halt auch echt gut rum. Ich habe keine Munition mehr, scheiße. Die rote Munition habe ich im Auto liegen lassen, da müssen wir ein paar Handgranaten werfen. Ich wollte das eigentlich ganz gerne mit unserer Munition machen, also mit dem MG, nicht mit Handgranaten, aber naja. Wie dem auch sei. Wie geht's euch denn? Seid mal nicht so still, redet mal ein bisschen mit mir. Was ist denn los mit euch? Hallo? Ein bisschen am Chat teilnehmen. So einfach lasse ich euch nicht davonkommen. Okay, da wird Auto gesaved. Wie gesagt, wenn irgendwas ist mit Audio-Level, mit Bildqualität oder so, sagt mir Bescheid. Quadrat-Kevin, hallo, ja, alles... Jo, allen geht's gut. Das freut mich. Quadrat-Kevin. Was zur Hölle ist ein Quadrat-Kevin? Das ist quasi normaler Kevin, nur halt quadratiert so schlimm, oder wie? Feiere ich den Namen? Ja, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr feiere ich den Namen. Also so ein richtiger Kackspaten, stelle ich mir gerade vor. Also man sagt ja immer so schön, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Ich meine, nichts gegen Leute mit Kevin, die können ja auch nichts dafür. Aber es ist so ein bisschen das Pendant zur Karen. Kevin und Karen wäre auf jeden Fall ein episches Pärchen. Wie eine Gummizelle, ich verstehe schon. Finde ich nice. Hast du den Namen schon länger oder hast du ihn dir jetzt irgendwie erst vor kurzem extra für Twitch ausgedacht? Oder hast du noch auf anderen Plattformen so? Ich feiere den Namen, nee, ganz im Ernst. Ja. Und... Wisst ihr, eigentlich will ich gar kein Level mehr steigen. Ich meine, wir sind fucking Level 69. Viel besser geht's nicht. Aber, naja. Bisschen mehr Schaden wäre halt gut. Oder auch mal ein paar Lebenspunkte oder so hochleveln. Wäre auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Nochmal mehr Crit. Also, wir haben schon noch Punkte, die wir verteilen wollen. Oder wir wollen schon noch ein paar mehr Punkte zum Verteilen. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Aber erstmal muss das hier alles aus unserer Nachbarschaft verschwinden. In der Zwischenzeit forschen wir an den Energiewaffen. Die werden, glaube ich, gerade aber tatsächlich zu langsam hergestellt, weil wir gestern am Ende des Parts rausgefunden haben, dass an einer wichtigen Stelle in unserer Basis ein Kupferband kaputt gemacht, nee, ein Kohleband kaputt gemacht wurde und deshalb unsere Öfen, die Kupferplatten herstellen, kein Material mehr zum Verbrennen hatten und deshalb halt stillgelegt wurden. Ich gucke mal einmal ganz kurz, ob das mittlerweile wieder läuft hier. Ja, die Kupferlanes sind auf jeden Fall wieder voller hier. Das stand still. Das heißt aber eigentlich auch, blaue Tränke müssten hier wieder einigermaßen fix rauskommen. Ja, das sieht aber auch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Blaue Tränke kommen da einige. Das ist in Ordnung. Wie lange spielst du schon Quadrat, Kevin? Also, ich nehme mal einfach ganz stark an, dass du selber auch Factorio-Spieler bist. Oder guckst du nur anderen zu? Ich weiß nicht, ob... Also, eigentlich ist Factorio nicht unbedingt das Game für Kevins, falls du weißt, was ich meine. Wenn man den Vorurteilen Glauben schenken mag, auf jeden Fall. So, zack, 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 zack. 25 Roboter schießen hier alles weg. Ich mache ein bisschen... Oh, shit. Ich darf nicht stehen bleiben. Wer stehen bleibt, stirbt. Wer stehen bleibt, verliert. Definitiv. Für die Leute, die noch nicht so viel Factorio gespielt haben, die Würmer, das ist eigentlich das einzige Problem, was uns gefährlich werden kann hier. Diese Verteidigungsgebäude der Aliens. Und die sind nun mal so programmiert, dass sie immer dorthin schießen, wo man sich befinden wird, wenn man in dieselbe Richtung weiterläuft, in die man gerade läuft, wenn die Dinger schießen.
soll heißen, wer im Zickzack läuft, wird niemals von diesen Dingern getroffen. Ja, und wenn man ganz schnell AD, AD, AD macht, verfehlen die hundertprozentig. Immer. Das halt so machen. Und sie treffen dich halt nie. Aber, wenn man auf der Stelle stehen bleibt, treffen halt alle Schüsse. Oder wenn man die ganze Zeit vorhersehbar in eine Richtung läuft, zielen die Dinger halt auch ganz gut. Ja, deshalb gehen die Spritzer meistens total weit daneben. Nicht, weil die schlecht zielen, sondern weil ich mich extrem professionell bewege. Ja, ich bin wie ein Tänzer. Ich bin wie ein Tänzer, der hier durchläuft. Und sie können meine Moves einfach nicht vorhersehen. Das ist, wenn man in Factorio spielt, tatsächlich extrem wichtig, dass man das einfach weiß, wie die gegnerischen Verteidigungsgebäude und auch die gegnerischen Spucker, also komplett die gegnerischen Fernkämpfer quasi programmiert sind. Das hilft ungemein. Manchmal wird man natürlich trotzdem getroffen, es gibt ein bisschen Querschläger und so, aber das hilft auf jeden Fall ungemein. Nee, seit ich zocke bei allen Plattformen und Games heiße ich so. Ja, ich finde auch, ne, wenn man einen Nickname hat, der so cool ist wie Quadrat Kevin, dann muss man das halt auch durchziehen, ne? Dann muss man das... Quadrat Kevin hört sich halt realistisch auch geil an als Kubik Kevin. Also Kubik Kevin finde ich bei weitem nicht so sympathisch, obwohl es ja eigentlich nochmal die logische Steigerung wäre. Aber das ist dann schon so gezwungen irgendwie, ne? Quadrat Kevin hat was. Also Kudos an deinen Nickname, definitiv. Das feiere ich. Nichts gegen irgendwelche Kevins. Heißt du wirklich mit Vornamen auch Kevin? Oder ist Kevin quasi nur Gag? So. Ich weiß nicht genau, ob es wie bei dem N-Word ist. Ob nur Kevin sich über den Namen Kevin eigentlich lustig machen dürfen. Schweres Thema. Oh shit, hier ist Wasser, sehe ich gerade. Ah! Hier ist seichtes Gewässerchen. Das reduziert unseren Speed auch nochmal. Macht das Ausweichen tatsächlich deutlich schwerer. Wir haben sie auch gleich hier. Der weg, der weg. Ich will nicht unbedingt wieder durchs Wasser laufen. Außerdem muss ich gleich nochmal angeln gehen. Fische werden knapp, nur noch 8 Stück. Oh. Die Salve war gefährlich, die auch. So, schießt sie weg hier. Alles wegschießen. Danke. Auch das Nest ist ausgeräubert. So, ich laufe jetzt hier einmal an der Küste lang. Wir hoffen halt quasi, dass dieser Kontinent jetzt hier so einen Schlenker macht und zu Ende ist. Versteht ihr? Dass nur noch wir hier so eine kleine Kante haben, die wir erforschen müssen. Wenn wir Pech haben, ist das noch viel weitläufiger. So, das wollen wir nicht. Das wäre schade. Und es scheint leider tatsächlich, wenn ich mir das hier so angucke, weitläufiger zu sein. Ja, hier entwickelt sich das wieder nach unten. Das ist nicht das, was wir wollten. Ich laufe jetzt hier einfach einmal durch. Wir müssen nicht jedes Nest töten, aber wir sehen schon, ja... Also, das wird nicht nur hier einfach abgekoppelt sein. Ich heiße überall auch gleich eigentlich. Ja, ist klar. Du hast alleine 2 Snap-Namen, von denen ich weiß, Kleines, ja? Also, zumindest hast du schon mal 2 Namen bei Snap. Und du behauptest, du heißt überall gleich. Dabei weiß ich von einer Plattform, wo du schon 2 verschiedene Namen hast. Finde den Fehler, kleiner Ho. Finde den Fehler. So, wir gehen mal gucken. Eventuell ist hier Ende im Gelände. Alter, die Nester werden tatsächlich aber auch immer schäbig größer. Seht ihr das? Brutal! Okay, jetzt habe ich hier ein ganz kleines Problem eventuell, weil ich mich hier ein bisschen in die Sackgasse manövriert habe. Oh, shit. Ja. Laden wir nochmal. Autosave regelt. Ja, so heiße ich auch. Okay, Quadrat Kevin. Ja, dann ist in Ordnung. Dann lass du halt auch Kevin-Jokes machen. Ich halt eigentlich nicht, weil ich bin kein Kevin. So, ich heiße nicht Kevin und ich bin kein Kevin. Aber ich sag mal, wenn du Kevin heißt und dich Kevin nennst, dürftest du auch kein typischer Kevin sein, weil du ein gewisses Maß an, ich habe nicht aufgepasst, Ironie hast. Ja. Und sowohl Selbstbewusstsein als auch Self-Awareness. Ich weiß nicht genau, wie man das ins Deutsche übersetzen will. Eigentlich auch mit Selbstbewusstsein, aber hat eigentlich eine andere Bedeutung in dem Kontext. Du wirst wissen, was ich meine. Die kleine Honig, weil die richtig scheiße in Englisch ist. Kleine Ho, da müssen wir eigentlich auch nochmal ran. Eigentlich müssen wir dir das mal irgendwie abtrainieren. Eigentlich muss ich dir mal irgendwie Hausaufgaben geben, dass du ein bisschen besser in Englisch wirst. Ist eigentlich kein Zustand. Ich weiß, du magst kein Englisch, aber du kommst halt nicht durchs Leben ohne gute Englischkenntnisse. Nicht gut auf jeden Fall. So, die haben ja platt gemacht. Wir gehen nochmal an der oberen nördlichen Küste lang. Vielleicht sieht die Situation dort ein bisschen besser aus. Aber realistisch gesehen haben wir hier das Problem, dass das alles weitläufiger wird. Ne, hier scheint es auch... Ja, hier ist dann das nächste. Der nächste Alien-Unterschlupf. Und ja,
Bringt halt nichts jetzt hier über den ganzen Kontinent zu rennen und jedes Nest zu töten. Wahrscheinlich habe ich dafür eh nicht genug Ressourcen. Dann müssen wir das akzeptieren. Dann müssen wir das leider, leider Gottes akzeptieren. Ich will die Fische. Bring mir die Fische. Die Fische will ich auch. So, wieder 21 Fische. Das Lager hier machen wir. Lass mich mal gucken hier. Hau ab. Nicht in der Säure stehen. Ja, okay, das ist der Choke Point. Also wir machen hier die... Wir machen hier dicht. Ne? Wir gehen zurück. Das hier hinten bringt nichts momentan. Stony Stoneson, moin. Ja, zocke ich gerade. Die Fabrik muss ja wachsen. Du hast recht, Game. Die Fabrik muss wachsen. Ja, ganz egal, wie man heißt. Ob man eine Hose oder ein Kevin, die Fabrik muss wachsen. Ich befinde mich im Urlaub, aber ich werde mich in ein paar Tagen wieder regelmäßig zu euch gesellen. Netter Haarschnitt, Seno. Hat sich gelohnt. Dann bin ich wieder raus. Beste Grüße. Stony Stoneson, danke sehr und genieß deine Zeit in Florenz. Ja, ist ein Befehl. Ein direkter Befehl von Senolicious. Ich würde ja gerne hier den schmalsten Punkt nehmen. Was ist das hier? Kohle? Kohle ist nicht so geil. Ja, wir laufen hier mit der Mauer lang, glaube ich. Wir versuchen diesen natürlichen Chokepoint hier zu benutzen. Ich weiß noch nicht genau. Aber wir haben zu viel Holz, warte mal. Ich mache mal noch ein bisschen Entlaubungsmittel. Ist in dem Moment hier tatsächlich geiler, als wenn wir das ganze Holz einsammeln. Dann haben wir es im Inventar. Das heißt, wir werden das Holz einfach mal mit unseren Termiten hier zerstören. Zack. Dann haben wir nämlich nicht das Endprodukt, also das Holz im Inventar. So ist besser. So ist besser. So ist besser. Erstmal alles wegmachen für unseren Verteidigungswall und dann sehen wir weiter. Ich kann auch direkt sagen, hier, wir werden noch mehr von den Scheiß brauchen. Machen wir einmal voll. Alles, was wir an Rohstoffen im Inventar haben, wird einmal zu Nano-Termiten-Bots, Termite-Bots umgewandelt. Und dann muss der Wald weichen. Wenn die Fabrik wachsen muss, muss der Wald weichen. Beides geht nicht. Seno, gib mir einen Englisch-Text und ich übersetze ihn dir. Mein Englisch ist gut. Natürlich. Du benutzt dann noch hundertprozentig irgendeine Übersetzungssoftware, du kleine Cheaterin. Aber kann ich machen. Gib mir eine Dreiviertelstunde oder gib mir so 20 Minuten, dann ist der erste Part hier vorbei heute. Dann werde ich gerne dir einen englischen Text geben. Hattest du nicht sogar... Ich hatte dir doch mal eine englische Geschichte zu lesen gegeben. Ich würde dir einfach mehr davon geben. Was hältst du davon? Und du zeigst mir, dass du den übersetzen kannst. Wollen wir das so machen? Ja, ist gerade nicht der spannendste Teil, meine lieben Leute. Ist mir bewusst, Verteidigungsangelegenheiten in Factorio sind halt immer so... Ja, man muss es halt machen, sonst zahlt man später die Zeche. Aber es ist jetzt halt nicht so das Spannendste. Sind wir uns einig, ne? Ja, jetzt ist die Frage. Ich habe hier ja extra noch einen Teil meiner Verteidigung runtergelegt, dass quasi dieser Bereich und dieser Bereich hier miteinander verbunden sind. Aber realistisch werde ich, glaube ich, wo bin ich jetzt hier? Ja, werde ich hier die Mauer hochziehen tatsächlich, ungefähr hier. Alles, was dahinter ist, ist dann halt Risiko. Das kann sein, dass die Aliens mir das wegknuspern werden. Das Schöne ist aber, wenn wir diese Höhe hier wählen, dass theoretisch jedenfalls... Na komm, nimm mit den Wald hier. Mach das, dann fasse ich es auf Deutsch zusammen. Finde ich gut. Finde ich gut. Willst du dann da nochmal von Anfang an anfangen mit der Geschichte? Ja, ne? Damit du wieder weißt, worum es geht und so. Weil ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise, wo wir da aufgehört hatten. Wie weit du da gelesen hattest. So, das Schöne ist nämlich dann tatsächlich, dass ich jetzt hier rüber gehen kann mit einer Kante. Ungefähr so. Wenn euch das Geräusch nervt, sagt Bescheid. Ich kann die Schritte ein bisschen leiser machen. Ich habe schon ein paar Beschwerden gehabt, dass die Schritte zu laut sind. Ich finde es hier im Schnee gerade tatsächlich relativ laut. So, dann laufen wir nochmal runter mit Mauern. Eine Doppelmauer ist immer ein bisschen besser als eine einfache Mauer. Ungefähr doppelt so gut. Ganz grob geschätzt. Zack. Dann kommt der nächste Schritt. Wir nehmen einmal den Strom hier weg. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil warum sollten wir den Strom wegnehmen? Ja, ganz einfach. Weil ich hier mit Medium Poles lang möchte.
nicht mit den Großen. Und damit das gut funktioniert, muss ich erst die Lasertürme platzieren. Wir machen also so. Und ich habe 250 mitgenommen. Das sind zu wenig. Ja, machen wir dann nachher. Ich suche dir das nachher kurz raus. So, ich will eine Doppelreihe haben. Und dann sind das auch schon bestimmt 200 Lasertürme. Ah, ja, es kann sein, dass wir oben gar nicht ankommen. Das kann hier der letzte Stack sein. Ja, das war der letzte Stack. Das heißt, für diese kleine Strecke brauchten wir 150, 170, 200. Wie viel kommen zusammen? 250, genau. 250 Lasertürme, ja. Schön. Schön. Brauchen wir deutlich mehr. Ich habe hier hinten noch Lasertürme, die kann ich einmal einsammeln. Wir können die ja ruhig an die Front schieben. Die müssen ja nicht hier hinten irgendwo rumstehen, weißt du, wie ich meine? Das heißt, das hier kommt weg. Aber da muss ich nochmal nach Hause laufen und nochmal mehr Lasertürme holen. Das ist ein bisschen suboptimal. So, wir machen die Reihe wenigstens nach hier dicht. Dann Electric Poles hier hin und dann laufen wir hier einfach runter. Tack, 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 tack. Na. Oben hätte ich theoretisch ganz gerne Flammenwerfer. Und ich bin auch der Meinung, irgendwo da haben wir Öl in der Nähe. Guck mal, jetzt kann ich das verbinden. Jetzt hat das hier alles Strom. Ja, Lasertürme funktionieren. Und dann nehmen wir einen großen Masten nach... Ja, reicht nicht ganz. Na klar. So. Haben wir noch mehr? Ne, nach oben muss ich noch weiterlegen. Hier machen wir dann im Grunde dasselbe, aber dazu brauchen wir halt erst noch mehr Lasertürme. Da einer hin, da einer hin, da einer hin, da einer hin, da einer hin. Der weg. Das Ding hier um die Ecke und hier lang. Naja, erstmal können wir es so lassen, ne? Haben jetzt hier einen kleinen Verteidigungswall, das ist gut, aber hier oben würden sie halt theoretisch noch durchkommen. Und genau hier hätte ich ja quasi ganz gerne Flammenwerfertürme, weil die ja Flächenschaden machen, das wäre schon ganz nice. Öl haben wir direkt da oben im Norden, das ist auch nicht schlecht. Auf den Hoeg muss ich das schicken, auf Hoeg. Hoeg, Hoeg, ja, das kriege ich wohl hin. Gerade so eben kriege ich das wohl noch hin. So, und die nächste Mauer, die wollen wir eigentlich, hätten wir das Eisenerz hier mit 15 Millionen da gerne noch. Wir müssen 26 Lanes Eisen bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel wir realistisch zusammenbekommen. Boy, das ist halt eine Hausnummer. Das ist halt einfach eine Hausnummer. Wir können, da wir ja schon einiges im Inventar haben, was wir gleich brauchen, mit dem Outpost-Planner eigentlich mal anfangen und ein Eisenerzfeld da oben einfach mal schon mal abernten. Dann sehen wir ja, wie weit wir kommen. In der Zwischenzeit wird hier ein bisschen Holz weggenommen. Ist auch nicht verkehrt. Eigentlich gut, weil es die Absorption abfängt, aber, oder weil es absorbiert und den Gestank abfängt, so rum. Die Umweltverschmutzung. Aber whatever. So, wo wollen wir das hinhaben? Ich würde sagen, hier kommt eine große Schmiede in die Mitte. Dann würde ich, oder hier oben kommt vielleicht eine große Schmiede hin. Dann würde ich nach Norden ausgeben. Nach Norden, das läuft darüber. Hier sind halt drei Eisenpatches und hier nochmal zwei Eisenpatches. Dass wir hier oben eine richtig große Eisenschmiede haben. Vielleicht sollte ich mal einmal errechnen. Ja. Wir machen das mal. Ich speichere mal und guck mal eben nach, wie viel Öfen wir brauchen. Der Factory Planner sagt uns, wir brauchen, wie gesagt, 26,25 Belts voller Eisenplatten. Das sind 47.000 Eisenplatten in Zahlen. 47.000 Eisenplatten. Wenn ich die herstelle, brauche ich 47.000 Eisenerz. Das macht Sinn. Aber wie viele Öfen brauche ich? 1260. Autsch. 1260 Öfen. Okay, die nur Eisen herstellen. 1260. Wobei, Bullshit, weil wir benutzen ja nicht diese Öfen, wir benutzen diese Öfen, aber das ändert nichts, ne? 1260. Wir könnten dann Produktivitätsmodule reinhauen, sagen wir mal, ich habe glaube ich erst Level 1 Module, zwei Stück. Dann machen wir 1667. Da brauchen wir sogar noch mehr. Ja gut, weil der Speed reduziert wird, das macht ja Sinn.
1667. Das ist echt brutal. Das ist echt brutal. Will ich da Produktivitätsmodule reinhaben? Oder will ich da vielleicht Speedmodule reinhaben? Dann bräuchte ich nur noch 900. Das ist... Oha! Was würdet ihr machen, Leute? Ich tendiere, auch wenn wir dann mehr Platz brauchen, eigentlich tendiere ich zu Produktivitätsmodulen, einfach weil wir dann mehr aus diesen Feldern rauskommen. Wir haben hier 23 plus 42, 60, 66, 58, 68, 83 Millionen Eisenerz. Wenn wir da Produktivitätsmodule reinhauen, ist halt mehr. Was würden wir uns denn größentechnisch so ungefähr... Hallo Breaking Bambi. Was hat Bambi dir denn getan, dass du sie brechen musst? Breaking Bambi, ich grüße dich. 91er Jahrgang? Oder hat es mit der 91 was anderes auf sich? Nö, dürfte 91er Jahrgang sein, ne? Pass auf, wir testen das mal eben, wie viel wir genau brauchen. Ah ja, ich brauche eigentlich die elektrischen Öfen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Wir müssen nochmal nach Hause, pass auf. Nächster Step, neue Lasertürme holen, weil die brauchen wir. Dann holen wir uns... Dann produzieren wir erstmal irgendwo serienmäßig die elektrischen Öfen. Davon werden wir halt 1667 Stück brauchen. Nur für das Eisen. Verkackte Axt, was sind das für Dimensionen? Fast 2000 Öfen nur für die Eisenplatten. Ja, und dann haben wir noch nicht das ganze Kupfer, was wir brauchen. Das sind auch nochmal 17.000 Platten. Wenn wir darauf klicken, sind das auch nochmal mit Produktivitätsmodulen. ...600 Stück. Dann sind wir tatsächlich bei über 2000 Stück. Breaking Bambi, wie geht's dir? Was sind das für Dimensionen, Leute? Das ist echt brutal. Das ist echt... ...crank. Das ist echt crank, was da alles zusammenkommt. Also das müssen wir langsam produzieren. Also das wird ewig dauern. Selbst mit unterstützendem Handcrafting und allem drum und dran. Werden wir da eine ganze Zeit lang brauchen, bis die da sind. Wir brauchen Stahlplatten, rote Chips und Stone Bricks. Und die Stone Bricks stelle ich die her? Was haben die kaputt gemacht? Ah, Lasertürme, das ist okay. Naja, wir stellen Mauern her, keine Stone Bricks. Wir haben hier zwar ein Steinfeld, das muss ich auch nochmal eben aufbauen, weil da hier... Hilft nichts, das müssen wir nochmal eben rekonstruieren. Das wurde einmal weggefressen, wie man sehen kann. Wir brauchen hier mehr Steine. Ich muss mal auf die Minimap gleich gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht hier noch irgendwo einen Stein Vorkommen in der Nähe habe. Das wäre sehr gut. Steinvorkommen wäre schön. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch eins hier oben irgendwo habe. Weil die Steine hier brauchen wir eigentlich offiziell für die blauen Flaschen. Eigentlich sind da schon nicht genug für die blauen Flaschen. Ah, toll, da hinten haben wir jetzt keinen Strom. Weil ich hier oben nicht aufgebaut habe. Das heißt, das Sonnen fressen die weg. Das ist uns egal. Kann ich jetzt nicht helfen. Das ist, wie es ist. Das wird viel zu groß. Ja, gut, und selbst. Ui, Seno war mein Friseur. Darum also, handsome. Natürlich, Schrotti Schrott. War ich gestern aber tatsächlich auch schon. Warst du gestern nicht im Stream? Warst du gestern nicht anwesend, Schrotti? Und Bambi, das wird richtig groß. Ja, das wird richtig groß. Aber ich kann es nicht verhindern. Ich kann es nicht verhindern. Dann kommt der nächste Trupp. Aber das ist auch nur so ein brennender Haufen Leichen hier. Und da kommt die nächste Truppe. Guck mal, wie schnell sie reingelaufen kommen. Das ist die dritte Truppe nacheinander. Und jede ist größer als die davor. Na, kommt direkt noch eine oder war es das? Na, kommt noch was? Ah, sie beherrschen sich. Hat sich erstmal ausgebaldowert. Hier unten hätten wir nochmal Steine. Ich glaube, die werde ich benutzen. Hier hätte ich auch Steine, aber die sind gleich leer. Das ist nicht mehr wirklich viel. Und ich muss das automatisieren. Ja, falls du es mitbekommen hast, ich weiß nicht genau, wie sehr du up-to-date bist, Breaking Bambi, aber wir spielen mit dem Forschungsfaktor 100, das heißt im Klartext, dass alle unsere Forschungen, die wir abschließen wollen, 100 mal so viele Flaschen brauchen wie normalerweise. Deshalb müssen wir in so großem Maßstab produzieren, ja. Diese 2000 Öfen, die Kupfer- und Eisenplatten schmelzen werden,
brauchen wir, um 900 lila Flaschen herzustellen pro Minute. Also, das sind halt gerade mal 900. Ich habe mit allen Forschungsflaschen bis jetzt immer auf 900er Niveau hier gerechnet. Ne? 900. Ich kann hier mal überall auf blau mittlerweile umstellen. 900 rote Tränke brauchen zum Beispiel 110 Montagemaschinen insgesamt. Und so weiter. Hier sind auch noch die grauen eingestellt, das ist egal. Ab hier habe ich dann mit blauen gearbeitet. Bei den gelben bin ich noch nicht ganz angekommen. Und jetzt halt mit den elektrischen Öfen. Das ist halt brutal. Das hier alles brauchen wir für 900 Flaschen. Und es kann sein, dass da noch ein, zwei Sachen dazukommen. Zum Beispiel sind hier die Raffinerien noch gar nicht mit bei, die ich für das Petroleum brauche. Tatsächlich, wenn ich das hier benutze, brauche ich nochmal 90 Ölraffinerien obendrauf. Schau es mich immer auf YouTube, ja, dann weißt du ja Bescheid. Bei YouTube ist tatsächlich Staffel 1 veröffentlicht. Wir sind jetzt hier schon in Staffel 2. Wir haben aus den Fehlern des ersten Parts gelernt. Ja, da waren die Aliens zu schnell zu stark. Das war Nummer 1. Und zweitens waren unsere Ressourcenfelder zu klein. Du kannst es jetzt ja sehen. Na, wenn wir jetzt 900 lila Flaschen produzieren wollen, und das ist halt nicht mal viel. Also 900 ist eine angenehme Forschungsgeschwindigkeit. Aber wenn du zum Beispiel hier überlegst, dass das hier jetzt schon 30.000 Flaschen braucht, nicht insgesamt, sondern pro Farbe, und das ja hinten raus immer schlimmer wird. Also hier zum Beispiel Stack Inserter brauchen dann... What? Die nächste Mining Productivity braucht 100.000 Flaschen. So, und wenn du dann 900 pro Minute herstellst, sitzt du halt immer noch ewig da, bis das fertig wird. Weißt du, wie ich meine? Boah. Crank. Auf jeden Fall, wenn wir hier diese Flaschen herstellen wollen, wir brauchen halt, wenn wir mal auf Förderbänder klicken, rote Förderbänder, die blauen haben wir noch nicht, sind das halt 24,31. Die Zahl hat sich jetzt geändert, weil ich hier unwahrscheinlich mit Produktivitätsmodulen arbeite. Wenn ich die rauslösche, ändert sich das wieder auf 26,25. Lanes voll mit Eisen. Und sowas kriegt man halt nur hin, wenn die Felder einigermaßen groß sind, dass du da einigermaßen viele Erzförderer raufbekommst. So, ich möchte jetzt gerne automatisieren. Stahlöfen. Stahlöfen brauchen stahlrote Chips, die habe ich hier. Stahl habe ich da oben rumliegen. Nicht unbedingt super viel. Aber wir können den Stahl runterlaufen lassen, wenn ich... So, das Piepen wird jetzt erstmal... Ach nee, das sind Eisenplatten, sehe ich gerade. Na toll, Stahl ist hier oben. Ach guck mal, hier oben habe ich auch die roten Chips, ne? Stimmt, hier oben habe ich ja beides. Ja, das ist doch eigentlich perfekt. Dann brauche ich hier oben ja nur noch Ziegelsteine. Ja, machen wir hier eine Reihe hin. Duck, 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 duck. Das wird maßlos zu viel sein, was ich hier produziere. Also ich habe nicht so viele Ressourcen, aber ich will jetzt gerade nicht rechnen, wie viel ich wirklich brauche. Ich will nur einmal gucken... 10 Stahlträger, rote Chips. Ja. Ah, der nimmt sich jetzt Stahl da weg. Der macht so, der macht so. Das können wir jetzt hier einmal durchkopieren. Dahin, dahin, dahin. Strom, 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 Strom. Und alles, was wir brauchen, sind jetzt hier, müssen Ziegel reinlaufen. Und hier oben müssen die... Öfen dann weggepackt werden, ruhig in eine Stahlkiste, weil wir werden ja schon ein paar brauchen. Ja, so kann man das zusammenfassen. Wir werden schon ein paar brauchen. Ziegelsteine, wie gesagt, kann ich nicht wirklich mit dem Stein hier hinten erstellen. Das wäre natürlich schön, aber ihr seht das, also die ganzen Steine werden hier restlos zu Mauern verarbeitet. So, und die brauchen wir halt einfach für unsere Militärforschung. Und sie laufen da hinten wieder rein. Das heißt, ich werde nach ganz unten gehen und da unten dann einmal Ziegel pressen. Ist egal. Ne? Bambi, spielst du denn auch selber? Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe meinen mein PC heute umgebaut. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ich erwähne es gerne nochmal. Ich habe meinen PC heute umgebaut und von daher ist ein bisschen noch nicht alles wieder eingestellt. Der Bot ist nicht da und so. Und das ist ein bisschen ruhiger als sonst. Werde ich alles wieder nachbessern. Aber heute ist ein bisschen wenig los. Die Leute sind gar nicht so gesprächig heute. Weiß nicht, was da los ist. Sind so wenig Zuschauer gerade da oder was? Vielleicht kommen die erst alle noch heute Abend. Ich weiß nicht, was da so ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen im Stich gelassen hier. Ja? Ein bisschen im Stich gelassen fühlt sich der Seno. Aber nur ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. So, guck mal, hier haben wir noch Steine, die wir da reinlaufen lassen können. Das ist allerdings aber shit egal. Das kommt noch, keine Angst, ne? Ich muss erstmal den Sushi-Belt umbauen, Quadrat Kevin. Ja, das ist manchmal so. Hast du die Blaupause? Für einen guten Sushi-Belt? Machst du das bei der Forschung oder was?
Also Forschungs-Sushi-Welt. Na, wir nehmen hier unten, zum Glück haben wir hier noch so ein Steinfeld. Da sagen wir dann einmal über dem Outpost-Planner nach Norden ausgeben, das Ganze. Ja, naja, mach mal eben, baut mir das mal eben auf, meine kleinen Arbeitssklaven. Und dann schauen wir gleich weiter. Wird alles weggebaut. Strom ist natürlich jetzt nicht in der Nähe. Holen wir einmal mit großen Poles von unten. Ja, Strom angeschlossen. Und das Ganze muss dann irgendwie in Öfen. Ja, kriegen wir alles hin. Das muss ja auch nicht gut klappen. Es müssen ja nur ein paar Ziegel rauskommen. Weißt du, wie ich meine? Es müssen nur ein paar Ziegel rauskommen. Damit da aber ein paar Ziegel rauskommen können, tatsächlich, bräuchte ich erstmal ein kleines bisschen elektrische Öfen. Wäre ja gut. Also laufe ich nochmal nach oben. Nein, ich bleibe einmal ganz kurz unten, tatsächlich. Machen das anders. Alles einmal aufbauen hier. Ich mache hier eben eine Reihe Öfen hin. Den gebe ich Steine. Den gebe ich Kohle. Die machen Ziegel. Und dann crafte ich mir hier die ersten elektrischen Öfen. Ist egal. Ah, ich habe auch keine roten Chips dabei. Ja, dann macht das natürlich alles wenig Sinn. Die Aliens sind aggressiv. Die sind wirklich, das sind kleine Pissnelken, Leute. Ich sage euch das. Bisschen nerven sie. Ja, das wollen wir machen. Das wirkt, weil der Bot nichts sagt, so als würde niemand etwas sagen. Ja, kann sein, das spammt normalerweise ziemlich. Ich wollte den Bot eh nochmal überarbeiten. Genau, wo ist eigentlich dein Bot hin? Kommt das wegen dem PC? Genau. Ich habe halt Windows neu installiert. Das heißt, ich muss alles Software, komplett alles. Ich habe alle Festplatten leer gemacht und fange quasi wieder bei Null an. Ich muss alles nochmal jetzt aus der Cloud ziehen, alles nochmal neu einstellen und so. Und das habe ich jetzt heute vor dem Stream nicht mehr geschafft. Deshalb werden hier zum Beispiel auch unter der Kamera die Links nicht angezeigt, man. Die Namen, wenn jemand folgt. Ja, weil die Datei noch nicht auf meinem PC ist, wo das abgespeichert wird. Das ist ein bisschen lame. Aber morgen habe ich dann wieder ein bisschen mehr repariert und den Tag drauf dann wieder ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Na, da zum Beispiel. Neuer Follower, SPVGG Dortmund. Danke sehr für deinen Follow. Normalerweise, also der Alert wird angezeigt. Das ist auch nicht der Alert, der hier normalerweise ist. Das ist ein anderer Alert, weil ich den jetzt halt einfach überschrieben habe, damit wenigstens irgendwas angezeigt wird. Aber die normalen Alerts und so weiter muss ich, wie gesagt, nach und nach dann nachreichen. Aber heute machen wir es halt einfach ganz entspannt. Na, heute machen wir das Beste draus und morgen sieht die Welt dann auch schon wieder ein kleines bisschen anders aus. Es wird halt einfach dauern, bis das alles wieder hergestellt ist. So, vor allem muss ich halt auch gucken, ich will mir gar nicht so viel Mühe damit machen, weil ich ja momentan mit einer Grafikerin zusammenarbeite, die das Logo überarbeitet, die dann auch die Alerts für Twitch und so weiter überarbeitet. Das alles mit einem Konzept quasi durchboxen will. Und ja. Oh, da unten kommen sie reingelaufen, ist mir aber egal. Von daher lohnt es sich halt nicht so, mir jetzt irgendwie für 2 Wochen so viel Mühe zu machen, wenn in 2 Wochen dann eh was anderes gilt. Wir müssen gucken. Kurzversion ist, wir müssen gucken. Gut, ich habe jetzt immerhin schon mal 20 elektrische Öfen. Besser als nichts. Wo sind sie? Da sind sie. Die packe ich hier zwischen. Ja, so, ne? Machen wir mal einmal 5 auf jede Seite. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Kann ich noch welche produzieren? Ja, wenn ich Stonebricks hätte, würde das gehen. Blaue Greifarme reichen das Ganze rein. Rein, 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 rein. Blaue Greifarme reichen das Ganze raus. Der kommt oben ran. So. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein kleines bisschen Strom. Machen wir. Ups. So. Copy-paste wir das einmal dahin, einmal dahin, einmal.
dann. Autosave ist auch noch auf 5 Minuten gestellt. Normalerweise habe ich das auf, weiß ich gar nicht, eine halbe Stunde oder so. Ich wundere mich gerade, dass so oft geautosaved wird. Aber wir lassen es erstmal alles heute so eingestellt, wie gesagt. Macht keinen Sinn, das 1000 Mal umzumachen. Mr. Killerfrettchen, danke sehr für deine Subscription. Es tut mir ganz dolle leid, dass das jetzt hier nicht so gebührend angezeigt wird, wie es normalerweise der Fall sein sollte. Danke für deine Subscription, ja. Immerhin fällt es mir auf, die Töne und so sind da, das ist schon mal etwas. Herzlichen Dank, ganz lieben Dank. Guck mal, das laufen wir hier oben jetzt einmal zusammenlaufen, dann lassen wir die Ziegel hier einmal rauslaufen, lassen wir hier irgendwie reinlaufen. Wir machen das unkompliziert. Wichtig ist ja nicht, dass das hier irgendwie im richtigen Verhältnis stattfindet. Wichtig ist nur, dass oben Ziegel ankommen, damit wir elektrische Öfen produzieren können. Das ist alles, was uns interessiert. Also der da rein, der da rein, der da rein, der da rein. So, dann haben wir hier ein vermutlich relativ volles Band. Ich glaube auch, ich gehe erstmal damit jetzt nach oben. Schleiche mich hier irgendwie so durch. Dann sehen wir weiter. Warst du beim Friseur? Ja, aber gestern tatsächlich schon. Button. Gestern war ich schon beim Friseur. Ja, der hat mich mal wieder ein bisschen windschnittiger gemacht. Es wurde auch nachgefärbt. Das sieht jetzt gerade tatsächlich ein bisschen dunkel aus, weil ich Gel drin habe. Normalerweise sind die leuchtend, also rot leuchtend. Jetzt sehen sie gerade so ein bisschen nass aus. So, wir laufen weiter hoch. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist. Genau, wo ist eigentlich dein Bot hin? Ja, habe ich gerade schon beantwortet. Moin, hab das Spiel heute neu gekauft und scheiter am Anfang an den Mobs. Ja, du kannst, also es gibt verschiedene Tipps. Erstmal, du kannst die Gegner komplett aufstellen, wenn du möchtest. Ich denke mal, mit Mobs meinst du, die Aliens, ne? Also die einheimische Lebensform. Oder wolltest du Mods schreiben? Aber glaube ich nicht, wenn du dir das Spiel heute erstmal gekauft hast. Erstmal Glückwunsch zu dem Spiel tatsächlich. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, du hast noch eine gute Entscheidung getroffen. Das Spiel wird dich noch über lange Zeit, erfreuen. Ja? Wenn du irgendwie Fragen hast oder so, kannst du immer gerne nachfragen. Entweder direkt hier auf Twitch oder du kommst auf den Xeno-Discord. Ja, da sind ganz viele gute Factorio-Spieler, die gerne Fragen beantworten. Gerne nicht, aber sie tun's. Sie beantworten Fragen auf jeden Fall. Und wir sind auf der richtigen Höhe. Da oben will ich hin, ne? Ja. Hier mehr lang quasi. So, und du kannst natürlich auch bei mir auf dem YouTube-Kanal nachgucken. Da gibt es allerhand, gerade auch für Anfänger, Tutorials und so. Ich weiß nicht, ob du mich von YouTube kennst und deshalb hier gelandet bist. Ich habe den größten deutschen YouTube-Kanal, wenn es ums Thema Factorio geht. Und mache da halt Mod-Vorstellungen, Tipps und Tricks-Videos, anfängerfreundliche Schaltung und bliblablub. Ganz viel Content und da kannst du gerne mal vorbeischauen. Auf deine Frage jetzt, um mal nicht so ausweichend zu antworten, du hast verschiedene Möglichkeiten. Also, du kannst die Aliens einfach deaktivieren. Du kannst einfach sagen, ich möchte ohne Aliens spielen und das geht. Du hast keinen Nachteil dadurch, außer vielleicht ein bisschen Spielspaß, aber das ist halt Einstellung, das kommt auf dich an, wie du Bock drauf hast. Das zweite, was ich dir geben kann, versuch möglichst schnell zu roter Munition zu kommen. Ja, rote Munition, die panzerbrechende Munition kannst du erforschen, ist deutlich stärker als die normale. Dann noch ein weiterer Tipp, versuch immer auf der Karte Choke Points zu finden, also wie zum Beispiel hier, das ist momentan unsere Fabrik und ich habe halt, wenn wir mal die Türme anmachen, ich habe hier eine Mauer mit Geschütztürmen, ich habe hier eine Mauer mit Geschütztürmen und hier oben habe ich so eine riesige Nordflanke und sowas solltest du, wenn es irgendwie geht, vermeiden, ne, weil das einfach sehr viele Ressourcen frisst, das irgendwie jetzt hier zu versorgen. Das ist halt eine riesige, das ist wie gesagt, wie bei Game of Thrones, das willst du eigentlich, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Warst du dann auch schon Kaffee trinken an der Tanke? Button, ja, ich war tatsächlich schon Kaffee trinken. Allerdings war ihre Chefin dann schon da. Und deshalb konnten wir nicht so viel rumshakern, wie wir es gerne getan hätten. Ich muss da die Tage nochmal hin. Ich muss mir meinen Kaffee quasi selber bezahlen. Frechheit. Genau, also Aliens ausstellen. Du kannst auch die Aliens beim Spielstart schwächer stellen. Du kannst zum Beispiel sagen, das ist eine ganz gute Sache, die du machen kannst, dass dein Startgebiet größer ist. Hier muss ich übrigens nochmal 250 Lasertürme rausnehmen. So, das Startgebiet reguliert nämlich, da kommt endlich unsere Ziegelarmee. So, mal gucken, wie das wird hier. Das Startgebiet ist der Punkt, um da, wo deine Spielerfigur am Anfang des Spiels halt spawnt. Und in dem Bereich sind niemals Aliens. Und wenn du das auf ganz groß schaltest, sind die Aliens halt ziemlich weit weg. Gerade wenn du am Anfang des Spiels bist, könntest du dann auch noch bei, wenn du ein neues Spiel anfängst, im Reiter
Gegner oder Aliens oder wie das heißt bei Spielstart einstellen, dass der Evolutionsfaktor nicht so schnell so hoch geht. Ja? Du musst zu den Aliens im Grunde zwei oder drei Sachen wissen. Guck mal, jetzt werden hier elektrische Öfen produziert, das ist doch mal schön. Die arbeiten sogar alle. Ne, jetzt arbeiten die wahrscheinlich gleich alle. Ich kann da noch eine Reihe hinbauen, so ganz ohne Probleme, glaube ich. Mal eben kurz gucken. Gehen wir mal ruhig nach da. Ja, ein paar Größen musst du wissen. Und zwar, wo fange ich denn an? Es gibt den Evolutionsfaktor. Zwei Sachen sind wichtig. Evolutionsfaktor und Umweltverschmutzung. Ja, Dortmund. Pass auf. Du kannst, wenn du in der Map bist, hier auf Pollution klicken. Das siehst du jetzt nicht, aber das ist halt dieser Totenkopf hier unter der Minimap. Dann wird rot eingefärbt, wo deine Fabrik die Umwelt verschmutzt. Und diese ganzen Aliens hier draußen, die hier zum Beispiel, die sind nicht böse, die machen nichts. Die schlafen, wenn du so willst. Ja, die machen nichts, die stehen hier nur rum. Nur Aliens, die in deiner roten Umweltverschmutzungswolke drin sind, werden getriggert. Zum Beispiel die hier unten, ja. Du siehst hier, flackert das manchmal so kurz rot. Das liegt daran, dass die Umweltverschmutzung, also die stinkende Luft, sage ich mal, hier rauf geht auf diese Felder, wo die Aliens sind, und die atmen das ein. Dadurch reinigen sie die Luft, werden aber wütend. Und je mehr von der stinkigen Luft sie atmen, desto schneller greifen sie an. Ja, also je roter das ist, würde jetzt hier zum Beispiel irgendwo ein Nest entstehen, dann würde hier die ganze Zeit Aliens rausgelaufen kommen, weil da so große Umweltverschmutzung ist. Ja, das heißt, du kannst anhand dieser Wolke ganz gut sehen, von wo die Aliens angreifen. Hier oben bin ich zum Beispiel so gerade an der Grenze. Diese drei Nester hier oben atmen das immer wieder ein und schicken dann ihre Armeen hier unten in meine Nordflanke. Hier oben zum Beispiel sind die Türme, hier siehst du noch die Leichen. Die kommen höchstwahrscheinlich durch diese drei Nester hier oben. So, das ist der... Warum geht es hier eigentlich nicht weiter? Warum produzieren die nicht mehr? Das ist die Umweltverschmutzung. Es gibt aber noch eine andere wichtige Größe, und das ist die der Evolutionsfaktor, so rum. Den kannst du dir anzeigen lassen, wenn du... Oh Gott. Gib mir einer den Befehl. Meine Befehle sind nicht mehr drin, weil ich ja Factorio heute neu installiert habe. Das müsste sein Slash Evolution. Ist es echt nur... Ja, einfach nur Slash Evolution eintippen, dann siehst du den Evolutionsfaktor. Das ist bei mir bei 0,46%. Der sagt, wie stark die Gegner sind. Also, welche Art von Gegnern spawnen. Ob es die kleinen, süßen Beißer sind, die du mit deiner eigenen Pistole platt machst, oder schon hier die etwas größeren Gepanzerten oder die Fernkämpfer. Das entscheidet der Evolutionsfaktor. Ja? Und der geht hoch immer... okay, Inventar full. Gut zu wissen. Ja, jetzt wird hier erstmal relativ wenig produziert tatsächlich, weil halt so wenig Stahl ankommt, aber das ist okay. Der Evolutionsfaktor wird bestimmt durch, zum Beispiel, wenn du Nester tötest. Wenn ich jetzt rausgehe und hier diese Nester platt mache, würde normalerweise der Evolutionsfaktor nach oben gehen. Und dadurch wird das Spiel stärker. Also wenn du Aliens die Nester kaputt machst, wird das Spiel schwerer. Wenn du forschst, wird das Spiel schwerer. Und wenn einfach nur Zeit vergeht, im normalen Faktor, in dem Spielstand hier ist es ein bisschen anders, aber normalerweise geht auch, ich glaube, Standardeinstellung ist, alle 5 Minuten geht diese Zahl halt ein bisschen hoch. Und das ist immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Und 1 heißt 100%. Die Gegner sind maximal stark und es kann nicht schlimmer werden. Und wir sind jetzt halt ziemlich genau auf halber Strecke fast. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Ansonsten, du kannst nette kleine Sachen machen mit Geschütztürmen zum Beispiel. Anstatt die in Mauern zu bauen, kannst du Öfen drumherum bauen. Du kannst zum Beispiel, was sehr effektiv ist, sagen wir mal, so ein Muster bauen und dahinter Geschütztürme packen. Und könntest das dann irgendwie so grob... Ist jetzt nicht sonderlich hübsch, aber ungefähr so, weil die Aliens dann hier so im Zickzack durchlaufen müssen und nicht so schnell an deine Roboter, an deine Geschütztürme rankommen. Und dann musst du da immer Munition reinhauen und ja, es ist... Die Aliens können echt fies sein. Zur Not fängst du neu an und versuchst es nochmal. Munition automatisch herstellen, eventuell auch Geschütztürme automatisch herstellen und dann wird das schon. Na hier, die Aliens machen mir hier unten zum Beispiel auch ganz schön Kummer, bin ich ehrlich. Da habe ich noch gar keine Lasertürme, fällt mir gerade auf. Und die machen jedes Mal, wenn sie hier reingestimmt kommen, auch 4, 5 Türme platt, wie man sieht. Weil die Türme hier auch ein bisschen scheiße platziert sind.
Ja. Und ich habe da halt nur Geschütztürme und keine Lasertürme, aber wir versuchen das Problem einfach nochmal ein bisschen auszublenden. Ich hoffe, das hat geholfen, Dortmund. Und dir, Bufu, wünsche ich auch noch einen schönen guten Abend. Wir sind jetzt bei 54 Minuten. Die Leute, die hier schon länger zugucken, wissen, ich mache immer jede Stunde oder jede Dreiviertelstunde bis Stunde einmal ganz kurz einen kleinen Cut. Den werde ich jetzt auch gleich machen. Das sind die Videos, die bei YouTube landen. Ne? Die sollen immer so eine einheitliche Länge haben und deshalb mache ich dann immer einmal kurz Lichter aus quasi. Wir spielen aber direkt weiter. Also ich werde jetzt nicht aufhören zu streamen. Wir streamen direkt weiter, aber ich mache eben ein ganz kleines Päuschen. 5 Minuten vielleicht. Muss auch noch mal ganz kurz meine Mom anrufen und dann geht's gleich weiter. Ich würde jetzt ganz gerne aber einmal diese Mauer hier drüben noch mal fertig machen eben. So viel Zeit muss sein. Ja. Und wie gesagt, dass der Bot und so weiter heute nicht funktioniert, ich erwähne es nochmal, ich werde es auch noch öfter sagen, liegt daran, dass ich meine ganzen Festplatten einmal geleert habe und bei Null anfange. Ich muss alles nochmal von vorne anstellen. Ja, überraschend gut, Bufu. Also die neue Hardware hat reibungslos funktioniert, ist jetzt auch alles verbaut. Das funktioniert, aber ich habe halt noch nicht geschafft, alles an Software wiederherzustellen. Das heißt, der Chatbot ist jetzt noch nicht an und auch hier die Streaming-Einstellungen sind jetzt so aus dem Stegreif gegriffen. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel die Bitrate eigentlich jetzt richtig eingestellt ist und ob die Qualität am Ende stimmt. Es kann also sein, dass der Ton sich ein bisschen schlechter anhört, das Bild ein bisschen unschärfer ist als sonst, als ihr es gewohnt seid. Liegt, wie gesagt, einfach daran, dass ich jetzt keine Zeit mehr hatte, das alles gut einzustellen, sonst hätte ich heute nicht streamen können und dann wärt ihr alle traurig gewesen. Und ich möchte nicht, ja, dass es dann wieder heißt, oh, der Seno. Aber ansonsten noch alles gut geklappt mit der neuen Hardware. Ja, ich bin auch zufrieden tatsächlich bisher. Noch spüre ich keine so große Veränderung. Das wird hauptsächlich wahrscheinlich beim beim Videos schneiden und so weiter dann wirklich auffällig werden. So, ich klatsche hier nochmal 2, 3 Radare hin einfach, damit das hier schön schnell aufgedeckt wird, das Ganze. Kann ich noch ein paar produzieren? Ne, gerade nicht. Okay. Noch ein weiterer Tipp ist, Dortmund, noch ein weiterer Tipp, den ich für dich habe. Gegner spawnen nur da, wo du die Karte aufgedeckt hast, plus ein Chunk, das sind 32x32 Felder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weiter, also wenn ich mir dir die Map zeige quasi, nur die Aliens, die du jetzt siehst, diese ganzen roten Punkte können mich angreifen, plus einmal noch ungefähr so ein Feld hier in den schwarzen Bereich rein, also ungefähr bis hier können Aliens noch spawnen. Das hier hinten existiert noch nicht. Das, was hier draußen ist, das ist nicht da. Das existiert noch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wir machen eine ganz kurze Pause. Also guck mal, mein Stream Deck ist halt auch noch nicht an und so, ne? Aber es ist schon gut. Nein. Nein. Also, es kommt drauf an. Ich beantworte die Frage gleich ausführlicher, ja? Gib mir einen ganz kleinen Moment Zeit. Dortmund, okay, danke für die Tipps. Werde, denke mal, eine Welt ohne machen, um das Spiel kennenzulernen. Das ist okay. Das ist völlig okay. Das ist völlig legitim. Man hat am Anfang mit dem Spiel schon so viel zu tun, sage ich mal, dass es keine Schande ist, ohne Aliens zu spielen. Ich persönlich spiele sehr gerne mit Aliens, aber es dauert halt ein bisschen. Man hat am Anfang echt viel zu lernen und die Aliens machen einen platt und so. Und bevor man gefrustet ist, sollte man so spielen, wie man das selber halt gut findet. Versteht ihr, wie ich meine? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, ich muss kurz einmal was verschicken hier. Geht gleich weiter, wie gesagt. Habe ich den YouTube-Teil eigentlich schon ausgemacht jetzt? Nein. Oh mein Gott. Liebe YouTuber, sorry. Also, liebe Leute, die bei YouTube gucken. Ich bin ein bisschen verplant. Kennt ihr ja nicht anders von mir. Bis zum nächsten Part.